Yalla ist arabisch und heißt so viel wie los geht's. In unserer diverser werdenden Gesellschaft möchte das junge Schauspiel Hannover die Zukunft mit Einheimischen und Zugewanderten zusammengestalten. Dafür wurde das Yalla-Ensemble ins Leben gerufen. Es geht uns darum, dass wir finden, dass das Theater ein Ort ist, in dem man sehr, sehr gut eben auch über die Zukunft von Gesellschaft sich verständigen kann. Und wir gerne reagieren wollten auf die Situation, dass wir mittlerweile in Hannover sowieso viele Leute mit unterschiedlichen Herkünften haben und jetzt nochmal neu dazugekommene dabei sind und wir die gerne zusammen in einem Projekt haben möchten. Einer der Regisseure ist Saham El-Gaban. Im Irak hat er Theaterwissenschaften studiert und lebt seit 5 Jahren in Deutschland. Im Ensemble sind weitere Herkünfte und Wurzeln vertreten. Unter anderem Syrien, Deutschland und Türkei. So unterschiedlich jeder Mensch ist, so variieren auch die Themen. Wir haben viele Themen in diesem Projekt und wir gucken, welche Themen interessant, zum Beispiel aktuell in Deutschland, zum Beispiel Thema über Flüchtlinge und über Religion, über Liebe, über Freundschaft. Und ich gebe für die Jugendlichen alle Themen und danach wir gucken, welche Jugendlichen haben über diese Themen und aussuchen und danach wir gucken, wie funktionieren diese Themen und unsere Aufführung. Die Themen sind vielfältig und verbinden die Menschen gleichzeitig. Jeder kann seine eigenen Ideen einbringen. Yemas Tumul hat über die Schule von dem Theaterensemble erfahren. Er hat einen eigenen YouTube-Kanal und steht gerne im Rampenlicht. Es fühlt sich erstmal sehr gut an auf jeden Fall. Ich liebe es einfach mit Menschen einfach mal mein Leben zu teilen auch andere Sprachen kennenzulernen. Durch die Interaktion kommen die Menschen im Yalla-Ensemble näher zusammen und lernen dabei auch die Sprache des anderen kennen. Damit verbunden sind auch die Ziele des Projekts. Dass sie gemeinsam über dieses kreative Arbeiten Ideen entwickeln, also einmal zuerst mal sozusagen reflektieren, wie die Situation jetzt gerade ist, möglicherweise eben auch so etwas wie Klischees und Vorurteile ins Visier nehmen in ihrer Arbeit, aber vor allen Dingen dann über das Arbeiten tatsächlich einen Entwurf für eine gemeinsame Gesellschaft entwickeln. Ja, dass die Leute erstmal sehen, was das für andere Leute sind, mit dem, welche Sprachen wir lernen, dass die anderen auch mal Leute sehen können, das, was wir alles machen können. Und was sie alles machen können, zeigt sich jeden Montag und Donnerstag bei der Probe. Mitmachen können alle, die Lust haben. Im November werden die Produktionen dann im Ballhof 2 aufgeführt.